Und Tante Marianne antwortete umgehend in verständnisvoller und hilfreicher Weise: Lieber Adolf, zu meinem großen Bedauern habe ich aus Ihrem heute Morgen erhaltenen Briefe ersehen, dass die schwere Handelskrise auch Sie getroffen hat und die Erreichung Ihres eifrigen Strebens seit so vielen Jahren des Fleißes und der Tätigkeit zu zerstören droht. Durch meine telegrafische Antwort werden Sie bereits die Zusage meiner Hilfe erhalten haben. Ich leiste Ihnen dieselbe aus alter Freundschaft bereitwillig, in der Überzeugung, dass Sie mir unverhohlen die Wahrheit geschrieben haben und in der Hoffnung, dass mein Beistand Sie nicht allein aus der augenblicklichen Gefahr errettet, sondern dass Ihre Vermögensverhältnisse sich glücklich durch die so schwierige Zeit herauswinden werden. Durch gütige Vermittlung meines Bruders, der morgen früh nach Hamburg zurückkehrt, geschehen Ihnen augenblicklich die nötigen Schritte, damit Sie die gewünschten 75.000 Bankomark so bald wie möglich erhalten. Als Sicherheit für mein Darlehen nehme ich Ihr Ehrenwort als Unterpfand und würde es mich herzlich freuen, wenn durch den Dienst, welchen ich Ihnen heute leiste, Ihr ferneres Fortkommen dauernd gesichert sein wird. Über meine und meines Bruders Diskretionen betreffend des Inhaltes Ihres Briefes können Sie versichert sein. Freundschaftlichst, M.G. Fürs Erste war also dem Neffen aus der finanziellen Not geholfen. Auch sein Bruder Cäsar steht zu dieser Zeit zum ersten Mal vor dem Ruin. Der Bankrott einer kleinen Bank im US-Bundesstaat Ohio löste eine Kettenreaktion aus. Damit konnte Godefroy und Sohn zum ersten Mal seine Verpflichtungen nicht einlösen. Die Außenstände waren zu groß, die Kapitaldecke zu dünn. Die Rettung für ihn kam in letzter Minute aus Wien. 1800 Zentner Silberbarren per Sonderzug von der Nationalbank herbeigeschafft, sichern die hamburgische Wirtschaft und das Handelshaus. Denn Cäsar Godefroy gehört zu jener Handvoll Kaufleuten, denen der Staat sein Geld ausleiht.